Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisteinhof mit dem Mikado gegen den Mikado Plays XD. Hallo. Mit dem Sepp und dem Zayden als Lohnunternehmer. Hallo. Hallo. Zayden? Hat doch geantwortet. Oder? Naja, er ist auf jeden Fall da. Gut, jetzt ist er da. Gut, wir starten die letzte Aufnahmesession von der Challenge auf dem Zweisteinhof. Nicht wahr, Mika? Leider Gottes. Ja, damit wir einfach relativ bald dann das RP starten können. Was ist schlecht? Mein Internet ist irgendwie schlimmer als sonst immer, Alter. Ich hab durchgehend knapp 200 MS, was ist das? Hauptsache, du kannst irgendwie fahren und arbeiten. Das könnte... Na, ich bin ja dran gewohnt, ne? Also, mein Auftrag beim LU war auf jeden Fall, die Bäume noch entasten. Und, Das sollte jetzt erstmal... momentan vielleicht passieren, ne? Genau. Bei mir der Auftrag war ja, Van und Schwaden? Schwaden. Schwaden gleichzeitig auf meinem Hof. Einfach da weitermachen. Ja, aufgehört wurde. Okay, alles soweit klar? Ja. Gut, dann würde ich sagen, Mikado und ich verziehen uns mal wieder. Und wir sehen uns oder hören uns später wieder. Bis dann. Bitte. Tschüss. So, Mikado. Eine wichtige Sache müssen wir hier jetzt schon mal ankündigen. Also eigentlich haben wir ja gerade schon angekündigt, dass es die letzte Aufnahmesession ist. Aufnahmesession. Oh Gott, ich hasse das. Wie heißen es? Mit dem ganzen SDRG und Leertaste die ganze Zeit drücken. Ja, das nervt mich auch. Letzte Aufnahmesession, das bedeutet, wir werden die Challenge, wir hatten ja letzte Woche angekündigt, dass wir uns bis heute darüber Gedanken machen, abschließen. Und zwar mit Folge 80. Das heißt, es gibt noch Folgen bis nächste Woche Dienstag. Ach ja, stimmt. Wir haben ja gerade. Korrekt, was ich gesagt habe, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Bis Dienstag geht's. Ich hab grad keinen Plan. Hab ich ausgeschaltet? Ja, ich hab. Ja, Gerhard. So. Und anschließend wird dann eben das RP starten. Ja, schon eine riesengroße Freude, starten im Vordergrund. Ja, du auf jeden auch, Fall. Bestimmt, glaube ich. Ja, ich denke, das wird interessant. Das wird echt ein geiles Projekt. Also, ich meine, es wird so echt schwer, anstrengend und echt manchmal ganz schön krass, wahrscheinlich auch. Es ist aber halt nicht nur zocken, sondern man muss auch ein bisschen mitdenken. Zocken auf einem ganz hohen Niveau. Und das soll so sein. Soll es zumindest werden. Ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen. Ja. Ich sehe wieder nicht, wo wir hier sind. Ach, das ist ein ganz gehörig, ey. Was meine ich? Ich muss auch mal ein bisschen ein Auge drauf haben. Ach so, warte. Ja, genau, auf das hier. Warte. So. Oh nein. So. Mann, bestimmt hast du den Preis wieder kaputt gemacht, warum denn? Und von was? Ei, von genau. Nee, warte. Von, Der Zillage? Ja, genau. Könnte sein. Aber das ist schon eine Weile her. Was heißt, das könnte sein?
Die Universalschraube kann ich eigentlich auch mal verkaufen, ey. Ich bin irgendwie verwirrt hier. Was sucht denn der hier? Sucht der Steine im Wald, oder? Weiß ich gerade nicht. Was ist denn das? Der kniet auf dem Boden und sieht so aus, als würde irgendwas suchen. Tiger Farm hat ja letztes Mal Chaos angerichtet. Was hat denn der gemacht? Mit den ganzen Bäumen kreuz und quer. So, 7 Folgen, in denen wir noch probieren, so viel wie möglich an Zielen zu erreichen, weil wir werden am Ende darüber entscheiden, wer die Ziele am ehesten erreicht hat oder komplett abgeschlossen. Na, ich glaube, es steht fest, dass jetzt im Moment echt noch keiner die Ziele komplett abschließen kann, oder? Das sieht noch nicht so aus, ne? Oh. Vielleicht ändert sich ja daran noch was. Dann muss ich durch, bitte. Wenn hier kein Platz ist, kannst du nicht durch. Du siehst ja, was hier für ein Chaos ist. Sag mal, was machst du hier mit der armen Strecke? Guck dir die nochmal an. Das ist Privatgrund. Du hast hier nichts zu suchen. Oh. Aber ich weiß ja, dass du da keinen Wert drauf legst, dass es mein Privatgrundstück ist. Nee. Außerdem war ich das nicht. Das war Tiger Farm. Tigerfarm, ich bitte dann. Tigerfarm. Mir egal. Ich bin international. Es wird auf jeden Fall jetzt zum Schluss echt sehr spannend. Und vor allem ist halt immer noch die Frage, wer jetzt wirklich die Challenge gewinnen wird. Ja, ich sehe es auch noch nicht so klar. Und vor allem. Finn, was haben wir denn eigentlich als Preis? Als Preis? Ja, wer das gewinnt. Was bekommt denn der dann? 1 Million Euro, oder? Die Ehre, dachte ich, wäre der Preis. Ehre? Ja, kennst du nicht? Die Ehre des LS19. Also, so einen richtigen Preis hat man ja nicht ausgemacht. Wieso hatten der jetzt... Ach so, Ballenpass aufklappen. Müssen wir einfach mal gucken, ob wir da im Nachhinein noch irgendwie was festlegen. Ach Gott, wer hat bei mir nochmal gearbeitet? RaceX, glaube ich, oder? Wer war das? War das nicht RaceX oder Zayden? Ich weiß nicht genau. Nee, Zayden hat noch nie mitgemacht. Doch. Zayden war schon ein paar Mal dabei. Hat bei dir oben auch angesät. Ach, hier liegt ja noch mehr Baum. Ah, dann war das... Was der Zayden, der das... Ach, keine Ahnung, Zayden oder RaceX, einer von den beiden. Ja. Hat ja ganz schön im Gras irgendwie die Sache gemacht. So. Okay. Ich bin erstmal gespannt, ob ich das Chaos hier lüften kann. In den ganzen Bäumen. Ja, früher. Das erinnert mich immer, dieses Wort Chaos erinnert mich früher an einen Freund, mit dem ich immer Minecraft gespielt habe, der hieß Chaos Banane. Ja, so, habe ich den hier rumgezwirbelt. Ich hab schon viel Scheiße gebaut. Aber dann immer direkt Chaos auf Chaos drin. Das Lustige ist, ich kann jetzt kann ich von Belgien erzählen. In dieser Folge kann ich erst von Belgien erzählen. Das war ja auch erst am Wochenende, oder? Nee, das kommt ja jetzt am... Ja, das kommt am Montag raus in die Folge, aber das war das Wochenende vor letzten Wochenende. Also das vorletzte Wochenende. Das ist richtig. Aber wir haben ja davor haben wir ja aufgenommen und deswegen konnte ich da in dieser Woche nicht erzählen, wie es in Berlin war. Aber jetzt könnte ich das machen, aber ich glaube, das, was wir da gemacht haben, interessiert sowieso nicht so viele Leute. Was hat weil eigentlich war. Naja, ich weiß nicht, kennst du sowas wie Achate, Kristalle? Ja. So, keine Ahnung, Amethysten oder so. Ja, die kann man da suchen oder was? Ja, wir sind da den ganzen Tag, sind wir dann von morgens
sind wir dann bis abends in den Steinbruch gegangen und haben da dann sowas besucht. Okay, wir haben auch eine gute Ausbeute gehabt. Und wie kommst du dazu? Also klar, es gibt ja immer irgendwelche Interessen, die man hat, aber wie kommst du jetzt zu dem Interesse? Naja, eigentlich war es am Anfang erst so, dass... Ach, wie war denn das nochmal? Irgendwie... Wir hatten... Meine Eltern haben irgendwie eine Überraschung für uns geplant. Meine Schwester und ich, wir wussten noch gar nicht, wohin es geht. Dann sind wir, keine Ahnung, eine Stunde oder anderthalb gefahren, bis zu so einem Amethystenfeld. Und da sind wir dann... Also da, wo ein relativ hohes Vorkommen ist, oder wie soll das? Ja, da geht man dann hin, bezahlt dann Eintritt, darf dann auf diesem ganzen Feld überall suchen. Also es wurde extra dafür gemacht, da wird nichts angepflanzt oder so. So. Kann man Amethyst anpflanzen? Nein, ich meine jetzt, da wird jetzt nicht Getreide oder sowas so, okay, bei anderen Feldern angepflanzt. Und dann haben wir so viel Spaß gemacht, dann sind wir direkt nochmal reingegangen. Und seitdem sammeln wir eigentlich so Amethysten, Achate und sowas alles. Okay. Also sind die Eltern schuld? Ja, eigentlich schon. Obwohl meine Mutter jetzt eigentlich nur Flugzeug mag. Also Sachen wie Achate oder so, da sagt sie dann einfach nur, das sind Steine. Okay. Oh, Sepp ist fertig. Irgendwie hat mein Case halt ein paar Probleme, der geht vorne die ganze Zeit hoch. Ich komm grad wieder, ich geh mal kurz hoch zum... Jupp. So, mein Plan ist natürlich auch, dass wir zum Ende der Challenge unsere ganzen zusätzlichen Parzellen wieder verkaufen, weil das haben wir ja so ausgemacht, dass es erlaubt ist. Wir dürfen nur nicht unsere Grundparzellen verkaufen. Deshalb will ich hier jetzt von dem Holzteil hier noch möglichst viel rausholen. Warum sagt mir eigentlich der Drescher nie, dass er fertig ist? Oder bin ich da zu unaufmerksam? Wir haben inzwischen 155.000 Gerste plus das, was wir hier von dem Feld noch runterkriegen. Und das Feld werde ich wahrscheinlich gleich wieder verkaufen. So, da bin ich wieder. WB. Ja, oh, warum sagt mir denn keiner, wir spielen auf Zeit 5 eigentlich? Warum? Wir spielen auf Zeit 5, wollte ich nur mal sagen. Ja, eigentlich schon, aber wir waren die ganze Zeit auf 1. Tipp, tipp, tipp. So. Hast du eigentlich schon mal so Steine, so Kristalle oder so gesammelt? Oder nee, hast du irgendwelche davon? Die einzigen die Kristalle, die bei mir zu Hause sind, sind die von der Frau. Nennt sich Schmuck. Das haben wir auch genug, aber. Ich meine jetzt generell Steine, die du selbst gesammelt hast. Nee, nee, nee. Aber die meisten, die wir gesammelt haben, sind wir echt stolz. Ja klar, man hat ja auch schon eine Verbindung damit. Naja, wir haben schon echt sau viele große und echt schöne Kristalle rausgeholt. Wir haben jetzt in Belgien haben wir so eine richtig, also du kennst die Stufe halt, diese Kristalle. Was nennt sich das? Das nennt man Stufe, einfach nur Kristallstufe. Okay, da wo. Also das war halt so eine bestimmte Kristallart, ich weiß gar nicht mehr wie. Irgendwas mit C, glaube ich. Okay. Ach, keine Ahnung. Die wachsen auf jeden Fall so viereckig bis rund in so einem in so einer Druse, nennt man das, also einfach ein Hohlraum innen drin, wo an den Wänden überall Kristalle sind. Und
Da sind von klein bis groß sind dann überall Kristalle drin gewachsen. Da haben wir einen, der war irgendwie 20 cm, also der ganze Stein war 20 cm lang. Und da haben wir so eine richtig schöne große, keine Ahnung, 3 bis 5 cm Tiefe dran gehabt. Das war echt ein schöner Fund. Mein Vater war schon kurz vorm Aufhören, aber dann hat er noch eine Stelle gefunden und dann haben wir jetzt noch 2 oder 3 weitere schöne Flüsse geholt. Jetzt wissen wir gar nicht mehr, welche die schönste ist. Aber das ist doch okay. Kann man das nicht Gedanke über das Hässliche machen? Ja, komm. Ja, aber wirklich das Einzige, was man da finden konnte, waren halt diese Einfälle. Also sowas wie Achate oder so konnte man in diesem Stein nicht. So, du wolltest was sagen? Nee, ich freue mich über die Arbeit des Lohnunternehmens. War das jetzt ein ironisches Film, oder? Ach du Schande, ich will nicht mal wieder. So, aber wir sind auch am Ende der Folge angekommen. Ich komm. Wir gehen mal gerade hoch. So, Leute, wir sind am Ende der Folge angekommen. Einmal bitte die Abrechnung. Herr Gerhard, wie viele Bäume haben Sie denn bei mir gesäubert? Habe ich jetzt nicht gezählt, naja. Ungefähr 20. Geschätzt, würde ich sagen, 19 oder so. Also 20. Ungerade Zahl ist doof. Okay. 20 mal 5 sind 1000, oder? Gut. Soll ich Kopfrechner auspacken? Nee, das Kopfrechnen funktioniert. Ja, bei dir, bei mir nicht. Ich müsste nochmal auf die Schule gehen. Ich bin auf der Schule, aber Mathe ist einfach nicht mein Fach. Okay. Das ist mein Fach, da hab ich schon 2. Kann ich bei mir nicht reden. Wobei meine ganze Klasse hat letztens so eine Arbeit verhauen und ich war noch einer der Guten. Gut. Ja, ich auch. Aber dann, was kriegt, was muss Mikado zahlen? Ja schon, was muss ich denn jetzt eigentlich zahlen? Das ist, glaube ich, gerade mal 30 Minuten oder so genäht, oder? Ja. Nein, die Zeit war ja falsch. Dann, wie viel hat mir ihn nochmal gekostet? Ich meine 900, oder? Ich glaube auch. So irgendwie. Ja, plus Schwaden und Anfahrtskosten 1200. Ja, 1200. Ja, gut. Das schon. Gut, dann wird das überwiesen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar oder okay. Alles. Wie? Gefahren sagen würde. Alles. Und alles bis morgen. Ciao. Tschüss.